Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Check von der Webcam von Elite, die C970. Ich muss das leider nachvertonen, weil in meinem ganzen Video irgendwie, oder sind zwei Videos, die ich gemacht habe, die ich jetzt hier bearbeite, irgendwie kein Ton drin ist. Warum auch immer. Ich habe euch jetzt mal beide Cams nebeneinander gepackt, damit ihr den Unterschied sehen könnt. Die habe ich auch relativ nebeneinander aufgestellt, dass man das auch sehen kann. Ihr seht, die Brio ist ein bisschen überlichtet, die C970 nicht. Die ist dafür etwas dunkler. Läuft mit 1080p 60 FPS. Beide. Ich musste das aufnehmen wie heißt das, mit der Ava Media Software, die für meine Capture-Karte, ja? Weil ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob es bei mir ist, weil ich Probleme mit Streamlabs OBS habe oder OBS allgemein. Ich müsste den PC mal neu machen, oder ob es an der Kamera liegt, kann ich euch nicht sagen, weil ich habe es versucht. Ich habe es in Streamlabs OBS eingebunden. Ich habe es in OBS eingebunden. Sobald ich da 60 FPS einschalte, hängt die Kamera und das Programm hängt sich auf und ich kann dann nichts mehr machen. Ich muss dann erstmal die Kamera vom PC entfernen, also USB raus, PC neu starten, und dann konnte ich das Programm daraus entfernen. Also praktisch aus OBS oder Streamlabs OBS konnte ich die Cam dann rausmachen. Und vorher hat es nicht geklappt. Die Cam ist an sich für den Einsteiger okay. Da könnte man noch über den Preis reden, dass man da vielleicht ja, bisschen knapper, also ein bisschen runter geht vom Preis. Die Software ist, naja, sagen wir mal so, gewöhnungsbedürftig. Also die ist wirklich nur aufs Geringste ausgelegt. Da kommen wir nachher noch dazu. Man kann in der Originalsoftware, die bei Emit bei ist, die hat auch gleich ein Update gemacht, alles ohne Probleme. Aber in der Software kann man nicht aufnehmen, kein Screenshot machen, gar nichts. Nur die Kamera einstellen, und die ist ja in Aufnahmeprogramm, stellt man sie ja schon ein. Die Software startet auch grundsätzlich, wenn man sie startet, mit einem Bild von 480p. Warum das jetzt hier mal weggeht, mal nicht, das weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich gerade die Jalousie hochgemacht, dass ihr seht, jetzt mit richtigem Licht. Ja, also die pixelt abends, also bei geringem Licht pixelt die Kamera auch bei Schwarz etwas sehr. Mehr als die Brio. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal den Größenverhältnis, also in groß an. Das ist jetzt die Brio. Das ist die C970. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Das ist nicht richtig 16 zu 9. Da hat das Programm ein bisschen rumgesponnen und hat das nicht richtig groß gezogen. Ja, da seht ihr gerade, der zieht es jetzt richtig gerade. Also richtig in die richtige Größe. Man sieht halt schon Unterschiede. Warum das jetzt flackert, das hat in der Aufnahme nicht geflackert. Also ich weiß jetzt nicht, ob es durch Bearbeiten ist und dann, wenn es bearbeitet ist, nicht mehr flackert. Das kann ich euch nicht sagen. Jedenfalls in der Aufnahme war eigentlich nirgendwo das Bild weg. Aber selbst da seht ihr schon, dass es ja, dass ein bisschen verpixelt ist. Ich habe auch bei der Brio den Zoom-Faktor rausgenommen und alles, dass es relativ gleich ist vom Bild her. Da seht ihr, die ist schön beleuchtet. Die ist halt sehr dunkel. Also ich hatte halt nur mein Lichtglobe zusätzlich oben an, mein Streaming-Licht. Und da sieht man dann schon, jetzt habe ich es ausgemacht. Und jetzt müsste man gleich sehen, wie es aussieht. Ja, ich habe hier nur die Farbe geändert, aber gleich mache ich aus. Das mit dem, das jetzt so flackert, das nervt mich echt. Jetzt ist aus. Jetzt habe ich gar kein Licht an. Die Jalousie ist runter. Und das ist jetzt die C970, das ist jetzt die Brio. Wieder die C970. Das Licht vorne an der Kamera bringt da auch nicht wirklich viel, muss ich dazu sagen.
Ist zwar eine gute Idee, aber es bringt nicht wirklich was. Ja. So. Jetzt mache ich die Cams gerade mal klein, damit ihr das mal sehen könnt, weil wenn man sie im Streaming-Programm einbindet oder so, da hat man sie sowieso nicht so groß. Da macht man sie ja in der Regel kleiner, damit so oben eine Ecke links oder rechts, je nachdem welches Spiel man gerade spielt, wo gerade was zu sehen ist, eine Landkarte oder irgendeine Statistik oder irgendwas, dass man das dann halt in die Ecken packt, die Kamera. Nee, hier mache ich sie nochmal nebeneinander von der Größe her. Also wenn man das Bild nicht so groß macht, sieht sie eigentlich ganz okay aus. Aber der Preis ist für mich da in dem einfach. Nee, dafür müsste billiger sein. Dafür müsste billiger sein. Den finde ich da für die Qualität echt etwas überteuert. Ja, dann würde ich sagen, dann soll es das auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch die Kamera ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, so an sich, sie ist okay. Sie ist okay, aber halt die Software, man kann mit der Software gar nichts machen. Wie gesagt, man kann nicht aufnehmen, keine Screenshots machen, Fotos oder irgendwas. Wenn man die Software startet, also zum Updaten ist die ganz gut, aber wenn man die Software startet, sie startet immer bei 480p. Man muss immer erst wieder alles einstellen. Es bleibt auch nicht gespeichert. Man macht die Software aus. 3 Tage später will man nochmal gucken oder so. Zack, ist immer wieder auf 480. Also kann man auch leider nichts gegen machen. Ja, so würde sie dann halt aussehen, wenn sie jetzt klein ist, oben in der Ecke. Man kann sie auch spiegeln, links, rechts. Und man hat auch Chroma drin. Also schwarz-weiß kann man machen. Und so bräunlich, glaube ich. Die Comic war mit bei Comic. Das sind die einzigen Einstellungen, die man in der Software vornehmen kann. Ja, und dann halt die Qualität halt anpassen. Aber wie gesagt, das macht man ja in dem Programm, wo man die Software installiert. Also praktisch die Kamera hin haben will, OBS oder was weiß ich. Man hat in der Software auch nicht die Möglichkeit zu zoomen. So wie bei der Brio zum Beispiel. Da kann man ja sagen, oh, ja, der Ausschnitt ist so groß, aber vielleicht noch so ein bisschen ranzoomen, damit es vielleicht ein bisschen schöner aussieht, dass man ein bisschen näher dran ist oder so. Hat man da nicht die Möglichkeit. Überhaupt nicht. So, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Achso, die komische Leuchte, die an der Lampe ist, ich habe die jetzt mehrmals getestet, bei hell, bei dunkel, bei Übergangslicht, bei frühmorgens. Es hat keinen Unterschied. Also es bewirkt nicht wirklich was. Minimal vielleicht, dass es etwas heller wird, aber das ist wirklich minimal. Wenn man mit der Hand anmacht, und man sieht ja die Hand dann in der Kamera, wenn man das Licht anmacht, da ist alles wirklich, da sieht man, hat man heller und dann sieht man auch wirklich die Hand sehr detailliert, aber bis zum Gesicht hin, da geht das verloren. Ihr seht da beide nochmal im kleinen Format, rechts die Brio, links die 10970L. Ja, so hat man sie ja dann im Stream eigentlich, wenn man, man macht ja immer um eine Ecke, denn man will ja nicht komplett zu sehen sein. Für Talk-Videos, wenn man die Kamera groß macht, mit genug Licht, bei Tageslicht. Mit genug Licht bringt das auch nicht viel. Ich hatte ja mein Keylight an und so. Selbst da ist dann teilweise überlichtet oder zu wenig. Und es sieht halt dann nicht schön aus. Bei Tageslicht ist die Kamera super. Alles, was so am Abend ist, kann ich sie nicht empfehlen. Überhaupt nicht empfehlen. So, bis dahin würde ich mich jetzt verabschieden. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.